Vier Verletzte forderte Dienstagabend ein Kreuzungscrash in Regau im Bezirk Vöcklabruck. Ein 22-Jähriger aus Altmünster war auf der B145 nach Gmunden unterwegs. Der Mann aus Altmünster fuhr trotz roter Ampel über die Kreuzung. Dabei crashte der 22-Jährige in das Auto eines 26-jährigen Linzers. Der 22-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden dabei verletzt. Zwei davon mussten ins Landeskrankenhaus Vöcklabruck eingeliefert werden. Der Linzer blieb unverletzt.